Wir müssen mal reden und ich musste mal weg. Ja moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Nüchtern betrachtet bzw. einem neuen Video auf YouTube. Und in diesem Fall würde ich wahrscheinlich diesmal wirklich dazu raten, dass eher auf YouTube zu gucken. Ich versuche es zwar auch so zu erzählen, dass es okay ist, also dass man es rein über Audio wahrnehmen kann, aber ich habe auch so ein bisschen was mitgefilmt und deswegen baue ich das zwischendurch so ein bisschen ein. Ist jetzt kein Film oder so, aber ich versuche ein bisschen was einzublenden und wer also den vollen Einblick haben will, dem würde ich diesmal tatsächlich das Video ans Herz legen. Worum es in dieser neuen Folge bzw. im Video gehen soll, ich möchte mehrere Dinge mit dem Ganzen jetzt abarbeiten. Ich möchte zum einen als grobe Klammer mitgeben, dass auch bei mir, jetzt sind es Ende August, werden es 5 Jahre sein, die ich dann nüchtern bin, aber auch ich habe immer noch ganz, ganz viele Probleme. Jetzt nicht mit dem Alkohol an sich, weil irgendwie was trinken wollen oder so, sondern damit, dass ich ganz viel Alkohol getrunken habe. Weil ich habe ja 22 Jahre lang sehr viel Flucht betrieben vor mir. Oder Fluchtbetrieben vor dem reellen Leben. Und das heißt, dass ich nenne das ja immer, dass ich jetzt erst so gerade mal fast 5 Jahre am Leben teilnehme. Und deswegen muss ich und darf ich ganz vieles lernen und sehr spät lernen. Im August werde ich 43 und ich muss mich jetzt tatsächlich erst oder kann mich jetzt erst mit Dingen beschäftigen, die der Normalsterbliche in dem Alter wahrscheinlich schon längst durch hätte. Also sowohl innere Entwicklung als auch äußere Dinge. Ganz, ganz vieles davon. Das muss gar nicht so im Detail an sich sein. Aber das sind Dinge, die ich früher ausgeblendet habe. Und deswegen ist es bei mir nachher auch so ein großes Ding gewesen, dass ich wirklich von morgens bis abends getrunken habe, weil ich ja das ganze Leben ausgeblendet habe. Und da kriege ich heutzutage halt immer noch ein bisschen die Quittung für. Und Quittung heißt in dem Fall, dass ich, in diesem Fall geht es halt auch einfach wirklich was um was Privates, auch privat sehr Großes, dass ich bei vielen Dingen noch gar nicht weiß, wo ich so stehe. Und was so meins ist und warum ich so bin und warum ich durch Dinge getriggert werde. Und ich weiß noch viele Dinge über mich überhaupt nicht. Ich habe ja erst diese noch nicht mal ganz 5 Jahre, in denen ich mich kennenlernen darf. Und dann ist es so eine, wie ich es immer nenne, relativ fürs Umfeld vor allem, auch fürs nahe Umfeld, ein sehr unfairer Wettlauf mit der Zeit, dass ich halt das, was ich in den 22 Jahren oder vor allem in einem Großteil der Zeit verpasst habe, jetzt versuche nachzuholen. Das ist ja wie so ein im Schweinsgalopp irgendwo durchgehen. Und deswegen muss mein Standpunkt vor einem Jahr jetzt nicht mehr der gleiche sein, was total unfair ist. Auf der einen Seite irgendwie rational, logisch, aber halt auch einfach nicht schön. Das heißt, ich habe damit wirklich immer noch ganz viele Baustellen und oft ganz viel zu kämpfen. Und aktuell ist so eine Phase. Und die Phase dehnt sich inzwischen auch echt ordentlich aus und ich versuche in mir zu ergründen und ich beschäftige mich auch tatsächlich mit Dingen, wie ob das vielleicht eine depressive Verstimmung ist. Ich beschäftige mich damit, was mich tatsächlich vielleicht auch einfach damals schon in die Alkoholsucht reingetrieben hat und ich beschäftige mich damit, ob ich vielleicht Bindungsängste habe. Ich beschäftige mich damit, dass ich ein, was man als alkoholtrinkender Mensch, der das so weit führt, immer tut, dass ich auch einfach ein sauguter Schauspieler bin oder war zumindest und das eigentlich gar nicht mehr sein will, aber ich trotzdem ganz viele alte Muster habe und so weiter. Das ist ganz, ganz viel, was aktuell los ist. Und da ist der Wunsch raus entstanden, ich muss irgendwie mal kurz weg. Und aus dem kurz weg ist dann tatsächlich sehr kurz entschlossen was geworden. Ich war jetzt 5 Tage weg, bin zurückgekommen und ich bin aber nicht nur irgendwie in die Sonne oder so geflogen, sondern ich bin genau dahin geflogen, wo ich schon mal war. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, es muss 2019 gewesen sein, das ist jetzt hier nur so ein Druckexemplar, habe ich das damals geschrieben. Ich bin dann mal ich. Ein sehr bescheuerter Titel, ich fand das damals super. Sich selbst optimieren leicht gemacht, wie ein kleiner Urlaub mein Leben veränderte. Und dann habe ich, also hinten drauf steht, ich bin mit dem letzten Geld nach Ägypten gedüst, nur für ein paar Tage. Ich musste mal raus, Frau weg, Job weg, ich weg. Das lief alles nicht, ich musste was ändern. Ich wollte also nur kurz Bescheid geben. Ich habe mich wiedergefunden und bleib ab jetzt bei mir. Sonnige Grüße ans alte Ich. PS, echt schön hier. Ich muss jetzt keinem erklären, oder wahrscheinlich vielleicht keinem erklären, dass es unter anderem ganz viel darum ging. Ich zeige jetzt im Video zum Beispiel so eine exemplarische Seite, wo man mal wieder Bier sieht. Das kommt mehrfach hier drin vor. Das handelt am Anfang davon, dass ich mal, glaube, da bin ich, als gerade das durchkam, dass die Trennung damals, also von Ex-Frau und so, im Raum stand, bin ich für 5 Tage, glaube ich, oder 4 Tage, irgendwie sowas, bin ich einfach mal das erste Mal nach Ägypten gedüst. Nee, das zweite Mal, so rum.
Dann kam ich zurück und es stimmte natürlich immer noch alles nicht. Und dann habe ich irgendwann so ein Ding gesehen von relativ auch letztem Geld gesehen. 700 Euro, 14 Tage all inclusive. Und das war das Hotel, wo ich jetzt wieder hin bin. Um das einzusortieren, ich wollte dahin, weil ich verstehen wollte, wie das damals war, wie ich damals war, was die Erinnerungen von damals machen und wie das halt jetzt ist, da nüchtern hinzukommen. Ich habe die 14 Tage, die ich da war, folgendermaßen verbracht. Ich bin angekommen, mitten in der Nacht irgendwann, und war schon natürlich sehr unterhopft, wie ich das damals immer genannt habe. Also ich habe halt nicht genug getrunken. Ich habe im Flugzeug was trinken wollen. Ich habe natürlich vorher am Flughafen was getrunken. Damals waren das aber hauptsächlich noch Bier und Co. Zumindest in der Zeit unterwegs. Da habe ich noch nicht jedes Mal Wodka dabei gehabt und so. Das war noch hauptsächlich Bier, aber auch schon von morgens bis abends. So. Und dann kam ich da mitten in der Nacht an und ich hatte aber nur in der Hotelbar nur zwei Bier stehen. Das hat mir am nächsten Morgen nicht so richtig geholfen. Ich konnte nicht irre gut pennen und bin so 6:30 rum oder sowas aufgestanden, was ich eigentlich heutzutage sehr gerne mache in Ägypten, weil da kein Mensch unterwegs ist. Es ist morgens schon warm, einfach alleine an Strand für sich haben, ist genau mein Ding. Damals habe ich aber dann gemerkt, kacke, ich habe ja gar nicht genug zu trinken, um morgen schon auf Pegel zu kommen. Also musste ich abwarten, bis dann die Strandbar aufmacht. Und die machte erst so offiziell um 10 auf, also war der so gegen 9:30, 9:45 da. Ab da konnte ich dann trinken. Da machte der aber um 18 Uhr zu. Also hatte ich eine Lücke von 18 Uhr bis Abendessen. Das war auch schon nicht meins, weil dann eine Stunde lang oder zwei Stunden lang nichts zu trinken haben, ist natürlich fürchterlich. Dann habe ich gemerkt, dass da abends eine sogenannte Kaktusbar ist. Und in dieser Kaktusbar habe ich dann so, ich glaube, am ersten oder am zweiten Abend dann geschnallt, dass der mir da auch Cocktails machen kann. Dann habe ich mir immer Sex on the Beach bestellt. Ich hatte mein Zimmer relativ nah an den ganzen Lokalitäten quasi. Und hab im Endeffekt dann abends, bevor ich ins Bett gegangen bin, mir nochmal eine Rutsche von 3-4 Cocktails geholt, mir die in den Kühlschrank gestellt, um dann am nächsten Morgen, wenn ich 6:30 aufstehe, was zu trinken zu haben, damit ich überbrücken kann bis 10. Von 10 bis 18 Uhr an die Strandbar, von 18 Uhr bis 20 Uhr Abendessen oder so habe ich mir dann noch, das war das Bild, was ich gerade gezeigt habe, die haben so Plastikbecher, die man so ineinander stapeln kann, also an die Ränder, sodass man, was nicht, mit einem Handgriff 3 Gläser tragen kann, habe mir dann dementsprechend 5-6, keine Ahnung wie viele Biere mitgenommen für diese 2 Stunden. Und so habe ich das die ganzen 14 Tage gemacht. Und ich habe mich da gefühlt wie King Currywurst. Und ich versuche jetzt hier immer mal ein bisschen was einzublenden von vor Ort, ne? Diese Strandbar zum Beispiel und so weiter. Und vielleicht auch von den Bildern was, je nachdem. Und ich habe jetzt bewusst mal dagegen fühlen wollen, was damals so mein inneres Ding war und was jetzt so mein inneres Ding war. Mit inneres Ding meine ich, was waren meine Empfindungen, was sind jetzt meine Empfindungen, was habe ich mir damals noch zusätzlich in die Tasche gelogen, was ist jetzt anders, wo darf ich anders sein, wo stehe ich heutzutage und so weiter. Das war ein Abgleichen mehr oder weniger. Weil der große Unterschied zu früher, und das ist ein Teil von der großen Klammer, die ich heute mitgeben möchte, ist, damals habe ich ja alles verdrängt und jetzt ist das echt nicht schön, aber ich kann es ja wenigstens angehen. Also ich darf das wenigstens angehen, weil ich ja wenigstens weiß, ja, ich muss es eh angehen. Also mich da jetzt vorwegdrücken, bringt nichts. Ist das schön? Nein. War das andere sinnvoll oder schön? Nein, auch nicht. Ist das jetzt zielführender? Am Ende ja. Ist das schmerzhafter? Wahrscheinlich ja. Zumindest auf kurze Sicht, weil auf lange Sicht war das die alte und andere trinkende Variante jetzt auch wirklich nicht gut. Und so habe ich jetzt zum Beispiel, das war so mit die erste Beobachtung, die ich jetzt da vor Ort hatte, festgestellt, wie schäbig das Hotel eigentlich ist. Also wie schlecht das ausgestattet ist, wie schlecht, keine Ahnung, Fugen gemacht sind, Geländer und so weiter. Kein Internet, Essen so lala und so weiter. Ich habe natürlich jetzt auf andere Dinge einen Fokus gelegt als früher. Weil früher, ich habe gerade schon gesagt, ich habe mich da wie King Currywurst gefühlt, weil dann ist man schon mal für 700 Euro, die quasi aus einem Zwangsverkauf von einem Auto entstanden waren damals, im All-Inclusive und muss sich ja mal für 14 Tage keine Sorgen über Geld machen. Was sich damals tierisch wie eine Befreiung angefühlt hat, aber ja natürlich nur wie so eine Blase vor Ort, weil es stimmte ja nicht. Und konnte dann vor Ort, ich nehme immer, wenn ich nach Ägypten fliege, so 1-Dollar-Noten mit, weil das für die als Trinkgeld gut funktioniert. Und die können mit Scheinen mehr umgehen als jetzt mit Hartgeld zum Beispiel. Und 5 Euro ist ein bisschen sehr viel.
ein Dollar ist super, $2 ist noch besser, sowas in dem Dreh. Deswegen mache ich das. Konnte dann also somit, ich hab damals $25 oder sowas am Flughafen noch gekauft von meinem mitletzten Geld. Und habe mich natürlich dann toll gefühlt, weil ich konnte das ausgeben, da alles andere war umsonst und ich konnte so viel trinken, machen und tun und Sonne und so. Natürlich habe ich mich dann toll gefühlt. Ich habe dann damals, ich glaube von Bodo Schäfer habe ich Bücher gelesen, von Dan Lok. Ich habe Rich Dad, Poor Dad habe ich dann gelesen und so weiter. Also Dinge, die eigentlich weit, weit für die Zukunft gedacht waren, weil das ist ja, sind schon Geldthemen, Business-Themen und solche Sachen. Und damals war ich ja ganz, ganz weit davon entfernt. Habe mich aber dann damit beschäftigt und habe mir dann auch immer morgens um 10 oder Viertel vor 10 mein Journal geschnappt, mich da hingesetzt und dann immer so getan, als würde ich da fleißig arbeiten und als würde ich für mich was studieren und machen und tun. Und habe mir dabei aber einfach nur die Kante gegeben. Ich damals für mich habe mir natürlich schön geredet und mir selber gesagt, ja, ich mache hier voll was und ich plane voll und das wird alles super und so. Und habe mir dann entsprechend des Büchleins, was ich damals geschrieben habe, aus dem ersten Trip mir überlegt, ja guck mal, so komme ich ja wieder zu mir, so finde ich wieder zu mir und so weiter. Und beim zweiten Trip wollte ich das dann bestätigen und habe aber trotzdem von morgens bis abends gesoffen. Habe mich aber überlegen gefühlt, aus falschen Gründen überlegen gefühlt, habe dann so die Geschäftssüchtigkeit der ägyptischen Menschen vor Ort irgendwie, hochgehalten, fand das toll, versucht was rauszulernen und war so ganz, ganz aus heutiger Sicht super selbstgefällig und aber in so einer, abgetrennten Blase, sag ich mal. Und das alles fiel total zusammen, als ich natürlich dann zurück musste. Ich habe sowohl den Rückflug schon relativ verballert, weil ich habe es ja nicht mehr geschafft, mich da vor Ort irgendwie vernünftig abzuduschen, bin mit Salzresten am Bein irgendwie in den Flieger und mit viel zu wenig Klamotten in den Flieger. Es war super kalt. Ich kam irgendwo nachher, musste ich mit dem Zug irgendwie zurückfahren, dann mit dem Taxi zurück und dann hatte ich aber schon gar kein Geld mehr und dann kam ich zurück und haben dann schon wieder irgendwelche Briefe auf mich gewartet und dann war ja die Trennung im vollen Gange und es war sofort alles, was an Blase in Ägypten war, ist in Ägypten geblieben und zu Hause ist alles wieder zusammengefallen. Und das war zum Beispiel der andere große Unterschied zu damals, dass natürlich geht es mir jetzt gerade immer noch so sehr, sehr semi und es ist nicht alles geklärt, aber in dem normalen Rahmen des normalen Lebens, des gerne nach Hause kommens, des gerne hier ankommen, sich ankommen fühlen, reale Dinge wahrnehmen zu dürfen, keine bösen Überraschungen zu haben und so, das ist ein riesiger Unterschied, weil ich konnte jetzt tatsächlich von vor Ort einfach ganz viel, körperliche Energie aus Schlafen und Sonne mitnehmen und Zeit nehmen zum Denken, zum Nachfühlen, zum Reingraben und so weiter. Dafür war das super, aber ich bin nicht in dieses tiefe Loch gefallen, als ich zurückkam. Was in diesem Büchlein auch so ein bisschen, was ich teilweise verdrängt hatte, bis meine Eltern das mir dann irgendwann gesagt haben, dass da auch mit drin steht, dass ich zwischendurch Selbstmordgedanken hatte. Das war mir persönlich gar nicht mehr bewusst, bis die mir das dann gesagt haben, aber das gehört ja auch mit dazu, eben weil nachher auch dieses Loch entstanden ist. Und deswegen, ich will im Prinzip jetzt keine Ägypten-Werbung machen, ich will jetzt nicht sagen, man muss raus, man muss dieses machen, irgendwas, sondern meine Klammer für diese Folge, für dieses Video ist im Prinzip, dass es nicht immer leicht ist, was im nüchternen Leben auf einen wartet. Das habe ich hoffentlich auch nie gesagt. Ich habe aber immer gesagt, dass sich das lohnt. Und lohnen spätestens dann, weil man ja an die Dinge real dran kann, weil man ja nicht irgendeinem blinden, Scheiß hinterherläuft, sondern weil man tatsächlich mal an die Dinge dran geht. Ob die jetzt bequem sind, ja oder nein. Aber man verlängert nicht das, was einen eh schon betrübt. Damals in dieser Blase, die ich war, habe ich ja durch Saufen eigentlich nur noch verlängert, um länger in der Blase zu bleiben, die ja eigentlich dafür gesorgt hat, dass ich getrunken habe. Also mir ging es ja so schlecht, dass ich das verdrängen wollte, wie schlecht es mir geht. Also musste ich mehr trinken, aber je mehr ich trinke, umso weniger komme ich da raus, weil ich kann mich ja damit gar nicht beschäftigen und vor allem auch an mir nichts ändern. Und genau das ist der riesige Unterschied zu früher. Es ist nicht alles schön, nein, aber ich habe wenigstens jetzt die Option, dass es schöner wird. Ich darf es ja wenigstens angehen und anfassen und irgendwas dran ändern. Ich darf auch an mir was ändern. Und wenn ich inzwischen in mich reingucke, muss mir das nicht alles gefallen jetzt. Ich wäre an vielen Stellen gerne ein völlig anderer Mensch. Das kann ich aktuell noch nicht. Ich muss bei manchen Dingen fair sein, aber wenigstens kann ich inzwischen hingucken. Das ist, wie gesagt, fürs Umfeld nicht schön. Das ist es auch für mich nicht. Aber es ist alternativlos tatsächlich. Und das war mit die größte Erkenntnis des Ganzen, also neben ganz vielen Dingen, die ich über mich gelernt habe, die jetzt aber hier nicht zur Sache tun, sondern aber die große Klammer, nicht, dass ich
ich sag mal, Bedenken gehabt hätte, dass das die richtige Entscheidung war, nicht zu trinken. Das ist, denke ich, jeden Tag tatsächlich. Aber es war nochmal ein großes Bestärken darin. Und allein dieses Gefühl, erstens loszudürfen und zweitens auch wieder zurückkommen zu dürfen, das war ein riesiger, riesiger Gamechanger. Also, wenn ich was am Ende dieser Folge mitgeben darf, dann ja, es ist nicht immer einfach, aber ja, es ist lohnenswert. Weil du kommst wenigstens irgendwie, in welcher Form auch immer, kommst du weiter, anstatt dass du einfach dein Leiden nur verlängerst. Und das bringt, ich glaube, jeder, der drauf guckt und da auch nur einen Moment drüber nachdenkt, wird das nachvollziehen, dass das nun gar nichts bringt. In diesem Sinne. Viel mehr soll es auch gar nicht geben dieses Mal. Ich hoffe, dass es trotzdem okay war und vor allem auch nachvollziehbar war. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich habe noch nicht nachgeguckt. Also das habe ich, glaube ich, auch mal bei Amazon irgendwo gelistet, das Büchlein. Falls ja, versuche ich das irgendwie in die Shownote zu packen. Falls nein, dann gibt's das da einfach nicht mehr. Das File-Original davon habe ich nicht. Also ich kann es auch nicht neu auflegen. Zur Not war das so. Es ist jetzt eh nichts Dolles. Aber naja, ich wollte es nur gesagt haben. In diesem Sinne, vielen Dank trotzdem für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass irgendwas für dich oder euch dabei war. Ich hoffe, dass wir uns nächstes Mal wiedersehen. Würde mich sehr darüber freuen. Ansonsten verbleibe ich auch heute, wie immer, mit den letzten Worten. Das heißt auch heute, tschüss.